Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes und die Spur der Erwachten. Ja, ich bin immer noch am Überlegen. Prinzipiell müsste doch dieses Labor eigentlich das Nützliche sein für uns. Und wir können nichts mit den Sachen hier. Hier ist eine Flasche mit ausreichend Wasser. Ich muss ihr Fassungsvermögen so genau wie möglich berechnen, wenn meine Rauchapparatur funktionieren soll. Ja, aber nach was berechnen wir das? Das ist die Frage. Ihr Labor scheint voll ausgerüstet. Ja, das wissen wir. Nach was? Nach Literzahl oder so? Ich meine, mit der Waage haben wir das Zeug ja auch alles schon benutzt. Und jetzt kenne ich das genaue Fassungsvermögen der Flasche. Habe ich im Ernst die ganzen letzten Folgen nicht dran geachtet, darauf gedacht, diese Wasserflasche auf diese Waage zu hämmern? Und war das das Hindernis, das mich hier abgehalten hat, irgendwas zusammen... Komm, Chlor, abwiegen. Eine Waage, das kann ich nicht gebrauchen. So, wir haben die Pottasche gewogen. Oha. Mein Rauchgerät ist fertig. Ich muss zugeben, ein Raum voller Rauch wird schwierig zu untersuchen sein, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Yay! Jetzt bin ich glücklich. So, wir holen das Zeug in die Hand. Wir starten mit der Karte durch. Küche! Küchenmonster. So, und jetzt bewerfen wir die alte Frau da drin mit der... nein, dann noch durch die Tür. Okay, so beeindruckend ist der Rauch jetzt eigentlich nicht, aber gut. Für die Köchin hat es gereicht. Ist wahrscheinlich auch ein gebranntes Kind. Die hat doch demnächst auch das Feuer mitmachen müssen. So, und jetzt im Ofen ist nichts. Der Ofen ist noch nicht mal an. Na, ein Schritt mehr. Okay, irgendwas... Ah, Zettel, irgendwas muss doch da sein. Sonst hätte der ganze Aufwand sich nicht gelohnt. Ein Küchengarn für Roastbeef. Im Ernst? Ich habe Küchengarn gefunden? Küchengarn. Oh ja, für unseren rollenden Wagen. Texte. Hildegard, ich habe einen vollen Beutel Vogelfutter gefunden. Wenn Sie Birgit nach einem Schicht ablösen, denken Sie dran, dreimal kurz klingeln, einmal lang. Dann fährt der Lift zurück zum Büro des Doktors. Hier, ganz wichtig, dreimal kurz, einmal lang. Wenn er im ersten Untergeschoss ankommt, ist der Weg nach oben versperrt. Sie müssen dann nach unten, um das Geschirr zu holen. Bis dann und viel Glück, Gretchen. Ja, super, Gretchen, danke für den Tipp mit dreimal kurz und einmal lang klingeln. Ich wette, wenn ich gefragt werde, weiß ich es wieder nicht. Ja. Okay, ich dachte gerade, wir können die Flasche nochmal mit aufheben. Moment. Wir bleiben gerade mal noch einen Moment drin. Also wir haben ein Zettelchen gefunden mit der Information. Dreimal kurz, einmal lang klingeln. Und... aha. Garn haben wir auch gefunden. Scheint es echt gewesen zu sein. Gut, ich weiß zumindest, was ich mit dem Garn machen will. Und bevor wir uns dann wieder durch den ganzen Laden schleppen, machen wir das doch mal mit Lichtgeschwindigkeit. So, Garn. Garn. Mit Wagen. Okay. Und jetzt zerren wir an dem Wagen das Gewicht mit dem Amboss. Der Haken mit dem Amboss fällt runter. Wir kommen auf die andere Seite und nie wieder zurück. Na, Glückwunsch. Also wenn wir was vergessen oder verpasst haben. Im Ernst? Okay, so viel zum Sicherheitsstandard.
Oh Gott. Okay, wenn wir was verpasst haben, können wir es immer noch holen gehen. Sehr gut. Wofür machen Sie am Anfang diese zwei Hebel, wenn Sie doch am Schluss nochmal dafür sorgen, dass man... Egal. Man muss nicht alles wissen und verstehen. Ausgang, ja, da kommen wir her. Ausrichtung, Ausgang. Das finde ich irritierend und befremdlich, dass hier unten die Fackeln an sind. So, da hinten haben wir dann Dr. Mabusa. Da wollen wir erstmal nicht hin. Hier ist nichts Auffälliges. Hier gibt es einen Sichtwechsel. Da wollen wir auf jeden Fall mal hin. Wolf. Hallo Wolf. 3 mal 3 ist 9. 2 mal 5 ist 10. Entschuldigen Sie, Sir. Dürfte ich Sie um ein paar Informationen bitten? Gemeiner, gemeiner Schummler. Ich sage Ihnen nichts. 3 mal 7 ist 21. 3 mal 8 ist 24. Ich werde nur mit Professor Schwarz sprechen. Er versteht, dass ich all meine Lektionen gelernt habe. 3 mal 9 ist 27. Offensichtlich will er nur mit seinem Professor sprechen. Ja, vielleicht hilft mir die medizinische Akte dieses Wolf weiter. Das ist ja einfach. Wir ziehen die Brille an, sehen aus wie der Professor und 2 mal 6 ist 12. 2 mal 7 ist 14. 3 mal 8 ist... Oh, was war das noch? Oh ja, 24. 5 mal 5 ist 25. Offenbar will er nur mit einer bestimmten Person sprechen. Das haben wir mitbekommen. Das interessiert mich jetzt auch gerade nicht mehr. Ich muss das später lösen. Vor allem für die Zuschauer, die Mathe hassen, einmal Päuschen machen, damit sich nachher vorbereiten kann, dass man wieder mit Mathe zu bombardiert wird. Kleines Geschenk an euch. So, hier wohnt auch jemand drin, zumindest manchmal. Ja, wir kriegen die ganze Zeit Informationen, habe ich das Gefühl. So, 11. September. Verbindung zwischen den Londoner Tempeln und Gygax Institut. In einem Raum schwarzen Edelweiß fand ich eine kleine, fand ich einige Kisten mit gekennzeichneten Fläschchen, identisch mit denen, die im Londoner Tempel der Sekte gefunden wurden. Aber das kennen wir eigentlich alles schon. Schade, ich habe gedacht, das wäre was Neues. Ah, das könnte sein, dass diese Aktualisierung diese Punkte hier sind. Ja, und was ist ein Brunnen? Wir stehen jetzt vor dem Brunnen. Kein Zutritt. Ja. Die Tür ist recht solide gebaut, aber das Schloss ist primitiv. Ich werde mich nie wieder zu einem Fall aufmachen, ohne einen kleinen Löffel in der Tasche. Obwohl Watson mich wahrscheinlich um dieses wertvolle Gerät beneiden würde. Oh Gott, ein Löffel, ja genau. Super, wir machen das Ding auf. Okay, wahrscheinlich das gleiche Problem wie das letzte Mal. So, die 8 darf drauf. Nein, darf sie nicht. Dann nach unten. Halt, dann müsste es dahin. So, die 1 kommt mal weg. Die 5 kann hier hin. Die 10 kann hier drauf. Die 4 kann auf die 3. Die 2 hier hin. Oh, das könnte einfach werden. 2. Dann müssten wir, glaube ich, die 6 hier rauflegen. Das geht wiederum nicht. Vielleicht andersrum. Können wir jetzt die 6 da oben hinlegen? Nein. Und ich habe gedacht, ich habe das Prinzip verstanden.
Ab wann können wir irgendwas auf was anderes drauflegen und wann nicht? Wir brauchen die 3. Da ist die 3. Okay, wir starten neu. Weg damit, weg, weg, weg. So. Also, die 9 kommt erstmal weg. Die 3 kommt auch mal weg. Die 7 kann hier hin. Die 8 und die 9. Dann hätte ich die alle mal da oben liegen. Die 1 kann nach oben. Die 5 kann weg. Die 10 kann weg. Dann kann die 4. Die kann da drauf. Wieso kann die da drauf? Wieso geht das jetzt? Hä? So, wie dem auch sei, ich weiß nicht, warum es hier mal funktioniert und mal nicht. Oh, das ist gut. Ein Schlüssel. Perfekt, damit können wir auf jeden Fall irgendwas machen. Wer könnte das hier vergessen haben? Hier, unser, wie heißt der, Dr. Mabusa oder Gygax. Das sind Geräte eines Metzgers. Geräte? Das sind Geräte eines Metzgers. Geräte eines Metzgers. Ja, großartig. Jetzt können wir Fleisch häckseln. Blut. Die Quelle muss direkt in einen unterirdischen Fluss münden. Ach so. Na gut. Hier gibt's doch bestimmt noch was anderes zu sehen. Außer einem Schlüssel und Metzger-Utensilien und einem verdreckten Brunnen. Die Quelle muss direkt in einen unterirdischen Fluss münden. Haben wir irgendwas, was wir hier verwenden können? Das Edelweiß vielleicht? Nein, die Quelle muss Beweis. Direkt in einen unterirdischen... Schade, ich habe gedacht, man kann die Schlüssel kombinieren. Dann hat man wieder einen Schlüsselbund, der überall hinführt. Zum Beispiel auch in die Waschküche. Ah, ha, 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 ha. So, ganz kurz, Karte. Wir sind im Brunnen. Hier kamen wir runter. Sind dann hier. Und, nein, unser Brunnen ist eher nicht unter der Waschküche. Naja, vielleicht doch. Oder dann ist hier irgendwo. Glaube ich. Das da wir eigentlich eher unter der... Ah, gut, egal. Wir finden es raus. Wir haben ja noch ein paar andere Räume, bevor wir zur Waschküche stürmen. Mal sehen, was wir noch finden können. Kein Zutritt. Den haben wir geschafft. Dann gehen wir zu Dr. Gygax. Alle Fackeln am Brennen. Also irgendwer hat hier gerade jüngst die ganzen Fackeln aufgemacht. Ja, Schlüssel hat gepasst. Großartig. Lesewerk. Schön. Die Anbetung von Ghulen von Graf Derlet. Ich glaube nicht, dass eine solche Einschlaflektüre dem Leser angenehme Träume verschafft. Ist ja egal, wir können es ja mitnehmen. Vielleicht brauchen wir es noch. Ich weiß nicht, was dieser Gygax studiert hat, aber nach seinem Büro und dem, was ich vorher gesehen habe, ist er gefährlicher als jeder seiner Patienten. Na ja, ich weiß nicht. Wenn die Patienten sich ordentlich Mühe geben. Was zeigen uns denn die Akten? Wir suchen Wolf. Wolfs Akte? Ja? Dieser Mann scheint an jeder nur möglichen Geisteskrankheit zu leiden. Dem Datum seiner Einweisung nach muss er einer der ältesten Patienten hier sein. Der ehemalige Krankenhausdirektor hat seinen Fall untersucht und erwähnt Wolfs Professor. Offenbar hatte er als einziger einen Einfluss auf den armen Kerl. Es liegt sogar ein Porträt des verstorbenen Professors bei den Berichten. Okay, Bart, Brille. Die Brille haben wir. Den Bart nicht. Wir könnten aber die Perücke umfunktionieren als Bart, wenn wir da ein bisschen geschickt sind. Das ist also Professor Schwarz. Hm.
Vielleicht können wir es doch nicht einfach manipulieren. Gibt es denn noch für Akten? Ich brauche einen Namen, um meine Nachforschungen fortzusetzen. Ich habe einen. Sherlock Holmes, so können wir dich nennen. Das meinte er aber, glaube ich, nicht. Oh, Zettel. Jawohl, Zettel, noch mehr Zettel. Sehr geehrter Dr. Gygax, zunächst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie unser Bankhaus für Ihr Konto und Ihre Transaktionen ausgewählt haben. Die Juweliere, die wir kontaktiert haben, machten ein paar Angebote, die die Schätzungen unserer Experten, was den Wert ihrer Ware betrifft, bei weitem überschreiten. Sie sind außerdem völlig kreditwürdig. Wie Sie wissen, ist die Diskretion unserer Partner sprichwörtlich. Nur dieser Brief wird die wahre Natur und Anzahl ihrer Transaktionen offenlegen. Hier ist ein Überblick über jeden Edelstein und die in Ihrem Namen erhaltene Gesamtsumme abzüglich unserer Kommission. Das Geld befindet sich auf Ihrem Konto und steht zu Ihrer Verfügung. Juwel 400 Francs und 7 Cent. Saphir 500 Francs und 8 Cent. Juwel 900 Francs und 12 Cent. Smaragd 600 Francs und 8 Cent. Türkis 1200 Francs und 9 Cent. Smaragd 900 Francs und 11 Cent. Saphir 200 Francs und 6 Cent. Diamant 500 Francs und 9 Cent. Diamant 1800 Francs und 16 Cent. Rosa Saphir 2100 Francs und 14 Cent. Topaz 450 Francs und 5 Cent. Hochachtungsvoll Wilhelm Bürger. Okay, und was haben wir hier? Schwierigkeiten. Große Verspätung, aber Waren werden rechtzeitig fertig sein. Brauche Bargeld. Habe keine Steine mehr. Ah. Ja, das nenne ich mal ein Telegramm aus New Orleans. Okay. Das Ding hat relativ große Kreise gezogen. Ein Telegramm aus New Orleans. Es wurde vor einigen Wochen gesendet. Wenn der Versand dieser Güter aus New Orleans von einer Überweisung aus Europa abhängt, wäre es möglich, dass der eigentliche Austausch erst ein paar Wochen später stattfindet. Vielleicht ist noch Zeit zum Eingreifen. Ja, das wage ich zu bezweifeln, aber gut. Fest verschlossen. Wir haben aber noch einen Schlüssel. Nein, haben wir nicht. War ja klar. Trotzdem. Fest verschlossen. Wir haben einen Löffel, einen mächtigen. Wart's mal ab. Fest verschlossen. Ach, schade. Okay, was haben wir noch? Sieht aus wie ein Stift oder so. Da ist ein kleines Etikett, auf dem steht Klassenzimmer. Ja, ein Schlüssel fürs Klassenzimmer. Oh Leute, wir müssen jetzt wieder zum Klassenzimmer, damit wir dann dort einen Schlüssel finden, der hier diesen Schrank aufmacht, diesen Schreibtisch. Im Ernst? Gut, wir haben einen Schrank, in dem ist nichts mehr drin. Ja, okay. Wir können die Sicht nochmal abändern, aber hier passiert nichts. Wir haben hier so eine Art Wandschrank, in dem nichts ist. Keine Apparaturen. Na gut. Keine weiteren Briefe, keine Zettelchen. Die Schlaflektüre. Ja, das kennen wir schon, die Anbetung von Ghulen. Die Tür haben wir noch nicht aufgemacht. Dieses Schloss ist zu kompliziert für dieses Werkzeug. Das war auch nicht das Werkzeug gemeint. Ich weiß, das hier funktioniert nicht. Ich kann dieses Schloss aufbrechen. Okay. Jetzt machst du mich fertig. Ich kann dieses Schloss aufbrechen. Okay, er kann dieses Schloss aufbrechen. Dieses Schloss ist zu kompliziert für dieses Werkzeug. Darf ich mal fragen, was er geraucht hat? Ich kann dieses Schloss aufbrechen. Ja, das hast du gesagt. Und als ich das Werkzeug gegeben habe, mit dem wir die ganze Zeit irgendwas aufgebrochen haben, sagst du, zu kompliziert. Na gut.
verschwinden wir erstmal wieder. Wir kommen wieder. I'll be back. Wie ein berühmter Schauspieler sagen würde. Oder wie es ihm immer in den Mund gelegt wird, sagen wir es so rum. So, zum Doktor wollen wir nicht mehr. Hier waren wir überall. Ausgang. Ja, okay. Dann haben wir das Klassenzimmer. Hallo, Bäcker. So, hat er was Neues? Unser Bobbele? Ich glaube, ich stehe kurz davor zu finden, was ich brauche. Kennen Sie diesen Mann unten, der unentwegt das 1x1 rezitiert? Ja, das ist Wolf. Aber von dem werden Sie nichts erfahren. Er will nur mit einem sprechen, diesem Professor Schwarz. Aber ich glaube, der ist schon lange tot. Vielleicht hilft mir die medizinische Akte dieses Wolf weiter. Ja, das haben wir schon rausgefunden. Wir müssen uns irgendwie wahrscheinlich verkleiden, aber vor Ort verkleiden ist immer doof. Fest verschlossen. Deshalb schauen wir jetzt auch zuerst hier in den anderen Räumlichkeiten nach, wo wir Zugang haben. So, also was haben wir hier? Ein Schrank, dem wir nichts entlocken können. Ich gehe mal weiter hier vorne hin. Ah, der Schrank bleibt immer noch so ein Mysterium. Oh, damit werden wohl freche Schüler bestraft. Ein wenig übertrieben. ja, mit Sicherheit übertrieben, aber ich habe gehofft, dass wir da noch mehr sehen. Damit werden wohl freche Schüler bestraft. Nein, tun wir nicht. Halt, da Pyramide? Oder Klötzchen oder Kistchen? Oder... Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Und jetzt ist es an der Zeit, mich in den guten Professor Schwarz zu verwandeln und Wolf einen Besuch abzustatten. Weil wir... Ach, ein Bad haben. Okay. Das machen wir dann gleich als nächstes. Zuerst würde ich noch ganz gerne schauen, was wir denn für Spielsachen und Bücher hier haben. Und Zettel, sehr gut. Übereifer gestoppt, Zettel gefunden, jetzt können wir loslegen. Sehr geehrter Herr Dr. Gygax, Ihre Angestellten teilen mir mit, dass Sie vor einer Abreise keine Zeit mehr hatten, mich zu empfangen. Da sie während unseres letzten Treffens andeuteten, dass sie künftig meine Verantwortlichkeiten am Institut wahrnehmen werden, dachte ich, ich hinterlasse Ihnen einige Notizen. Bitte glauben Sie mir, die mir von den Gesundheitsbehörden übertragene Mission ist keine einfache und die Nachforschungen lohnen sich. Deshalb frage ich nach den persönlichen Unterlagen jedes Patienten und den Aufzeichnungen und nach den besonderen Gründen, warum Sie manche Patienten nicht in der Gruppe haben wollen. Es ist zwar meine erste Anstellung, aber ich glaube, diese Entscheidungen wurden nicht ordnungsgemäß getroffen oder nicht so, wie man sie in ähnlichen Einrichtungen trifft. Weitere Untersuchungen werden zeigen, ob dies der Wahrheit entspricht. Doch das ist nicht der Grund für meinen Brief. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf den anonymen Patienten lenken, den Sie in die Wäscherei versetzt haben, womit ich zufrieden war. Vor 3 Tagen war ich Zeuge eines erneuten Wiedererwachens von ihm. Okay, eines erneuten Wiedererwachens. Merkwürdig. Ich versuchte gerade, ihm ein paar extrem einfache Grundsätze der Schwerkraft nahezubringen, als er dazu überging, meine Fragen in der Tafel an der Tafel zu beantworten. Auf seine typische mechanische Art. Bevor ich ihn aufhalten konnte, schrieb er wortlos die Folge von Gleichungen hin, mit denen ich nichts anfangen konnte, da sie mein Wissen auf diesem Gebiet überstiegen. Ich schrieb sie ab, bevor sie wieder wegwischen konnte
und durchsuchte entsprechende Texte in der Bücherei der Universität. Zu meiner Überraschung stellte seine Gleichung exakt die relative Bewegung von Himmelskörpern in unserem Universum und ihre gegenseitige Beeinflussung durch die Schwerkraft dar. Ich verstand nicht einmal die Hälfte dieser Berechnungen, konnte aber sehen, dass sie keinen Fehler enthielten. Ausgehend von diesen Fakten möchte ich gern, dass Sie ihn ins Universitätskrankenhaus bringen. Ich habe mir die Freiheit genommen, einen ehemaligen Kollegen zu kontaktieren und alles mit Transport und Unterbringung arrangiert. So, zu arrangieren wollte ich gerade sagen. Okay. Man erhofft sich große Erfolge bei der Behandlung seiner Amnesie, wenn man ihn mit Leuten gleicher Ausbildung und gleichen Wissens konfrontiert. Ich hoffe, dass Sie meiner Bitte entsprechen. G. Herzog. Wer ist dieser anonyme Patient? Vielleicht hat er eine Akte wie die anderen Patienten. Ich hätte fast gesagt, das ist der, der die Zahlen rezitiert. Aber das hier wird es wohl nicht sein. Na gut, weiter geht's. Wir könnten ja nochmal kurz bei Becker vorbeischauen. Weil der scheint mir am meisten von der Materie zu wissen. Und ich versuche mal mit dem nicht mehr vorhandenen Schlüssel die andere Tür aufzumachen. Also lass ich es bleiben. Ja, Becker. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss mich ausruhen. Nur ein paar Minuten. Es sei dir gegönnt. Okay, versuchen wir den Keller. Im Brunnen nicht. Der war... Ja, gehen wir hier hin. Der war doch da vorne irgendwo. Halt. Da ist Wolf. Gegenstand, das... 2 mal 6 ist 12. Offenbar will er nur mit einer... Ja, das habe ich mitbekommen. Oh, das kann ich... jetzt? Ja. Also, Wolf, wie ich sehe, hast du deine Lektion gelernt. Hervorragend. Professor Schwartz? Ich gratuliere dir, Wolf. Von deinen anderen Klassenkameraden kann ich leider nicht dasselbe sagen. Ich bin sehr unzufrieden mit ihrem Verhalten, denn wie es scheint, haben sie geschummelt. Professor Schwartz, Sie haben sie gesehen, nicht wahr? Ich kann meine Lektionen. Ich arbeite immer so hart. Und die anderen schreiben einfach von mir ab. Ich weiß, mein Junge, ich weiß. Aber Ihr Anführer, der ist Doktor, nicht wahr? Ja, Herr Professor, ja. Er ist der Gemeinste aus der Gruppe. Manchmal versucht er, mich von meinen Lektionen abzuhalten. Er sagt, er wird mich wie die anderen behandeln, die nicht wie wir sprechen und die so schrecklich laut schreien, wenn er sie bestraft. Aber ich bleibe bei meinen Lektionen und ich sage den ganzen Tag lang das Einmaleins auf. Er kann mich nicht daran hindern. Das ist gut, mein Junge. Ich bin stolz auf dich. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Wo treffen sie sich? Ich muss sie finden und dafür sorgen, dass sie die Bestrafung bekommen, die sie verdienen. Sie treffen sich dort drüben. Aber es ist gut versteckt und nur der Doktor hat den Code. Zuerst macht er Krach mit dem Feuer bei seinem Büro. Dann macht er Krach mit dem Feuer vor mir. Und dann macht er Krach hinter mir. Sie werden sehen, er kann seine Lektionen nicht. Danke, Wolf. Du bist ein schlauer Junge. Du wirst in diesem Schuljahr gute Noten bekommen. Aber jetzt musst du versuchen, deine Lektionen still aufzusagen. Da ich der Professor bin, weiß und sehe ich alles. Du brauchst also nicht zu schreien. Wie Sie meinen, Professor Schwartz. Das brauche ich nicht mehr. Ja, den guten Buben haben wir jetzt mal ausgehorcht. Was machen wir jetzt? Irgendwas mit Feuer hat er gesagt. Beim Büro, dann vor ihm, dann hinter ihm. Das heißt, man kann wahrscheinlich an den Fackeln rumzerren. Womöglich. Oder auch nicht. Wie dem auch sei, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.